Hallo liebe Zuschauer, es ist mal wieder soweit. Wir spielen Call of Duty Black Ops 2, den Bot-Modus. Und dieses Mal, der Wunsch lautet wie folgt: Spiel mal bitte mit der PDW mit Schalldämpfer, Vordergriff und Vollmantelgeschoss, mit den Streaks Drohne, Hunter-Killer und Hellstorm-Rakete, der Rest ist egal. Hier ist die Klasse. Ich habe jetzt einfach noch ein paar Perks eingepackt, die mir gerade so gefallen haben. Dann die gewünschten Abschussserien. Punkteserie, Entschuldigung. Wir spielen Team Deathmatch auf Raid und fangen auch direkt an. Na dann. Es gibt in dieser Folge auch zwei organisatorische Sachen, die ich mit euch klären müsste. Das erste wäre, dass ihr mir die Wünsche ab jetzt bitte an meine bzw. an unsere E-Mail-Adresse schickt. Und zwar ist das kürbisclan@web.de. Das werde ich aber auch nochmal unten in die Beschreibung posten, damit ihr das findet. Weil es einfach so ist, dass mir aus irgendeinem Grund nicht jeder neue Kommentar in den Nachrichten angezeigt wird. Das heißt, es kann passieren, dass ihr einen Kommentar schreibt, von wegen, spiel doch mal dies und das. Und ich das dann einfach nicht sehe, weil das aus irgendeinem Grund nicht in der Nachrichten steht. Und das wäre sehr schade, weil ihr macht euch ja da auch Gedanken drüber, was ihr mir so für Vorschläge schicken könntet. Deswegen, bitte, bitte, ab jetzt an die Mails. Dann kann ich das auch auf jeden Fall berücksichtigen und dann werde ich das auch auf jeden Fall so zocken. Das zweite und wahrscheinlich für die meisten sogar das Wichtigere ist das Zocken mit den Abonnenten. Und zwar auch da bitte jetzt eine, ich sag mal, vorläufig feststehende Anmeldung. Einfach so, hi, ich wäre gern dabei. An die Mailadresse. Wie gesagt, die findet ihr in der Beschreibung. Und dann werde ich einfach mal ein paar Leute aussuchen. Das hat auch nichts mit Sympathie oder sowas zu tun. Ich werde einfach per Zufall entscheiden. Je nachdem, wie viele da mitmachen wollen. Und die kriegen dann von mir eine Mail, dass sie dabei sind. Und dass ich mich nochmal bei ihnen melde und bla bla bla. Und die keine Mail bekommen, bitte nicht traurig sein. Das wird auf keinen Fall das letzte Mal gewesen sein. Ich will das jetzt quasi nur so als Test mal machen. Und je nachdem, wie es läuft, dann quasi öfter mal. Weil es wird bestimmt ein cooler Fez. Ja, und deswegen würde ich doch einfach mal sagen. Wie gesagt, ihr schreibt, ich wäre gern dabei. Ihr solltet natürlich daran denken, dass ihr Skype haben müsst. Sonst kann ich euer Gerede nicht aufnehmen. Das wäre ja ein bisschen blöd. Und logischerweise solltet ihr Black Ops 2 auch haben. Und natürlich auch auf der PS3. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, ich hasse die Xbox-User und so weiter und so fort. Ich habe ja selbst eine Xbox. Nur habe ich da kein Gold-Dingens, wie auch immer das heißt, und kann deswegen nicht online spielen. Das ist der einzige Grund. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ich überlege gerade. Ja, genau. Das werde ich euch auch nochmal genauer sagen, aber es wird dann zwei, drei Regeln geben. Also der Modus, den wir spielen, ist mir erstmal egal. Das kann man dann noch irgendwie untereinander abstimmen. Aber erstens ist es so, dass wir eine Art Test machen müssen, ob das so alles funktioniert. Weil es auch für mich quasi das erste Mal ist, dass ich dann so eine größere Skype-Konferenz mache und auch mitschneide und so weiter und so fort. Deswegen muss ich erst testen, wie das alles geht. Und dann wird es auch noch so sein, dass ich euch zwei, drei Worte oder Wortfamilien nenne, die ihr vielleicht dann im aufgezeichneten Spiel vermeiden solltet. Weil ich euch sonst rausschmeißen müsste. So ist es leider. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich hier so zeitbeseitet bin und sage, oh mein Gott, ein Schimpfwort, ich habe da so Probleme mit. Aber es gibt Wörter, die sind okay, die kann ich auch hochladen und so als Video. Also, ihr dürft mich gerne Arschloch nennen, wenn ich euch abgeknallt habe oder Penner oder sonst irgendwas. Entschuldigung. Aber diverse Sachen, die sich gegen gewisse Mütter richten oder gegen gewisse sexuelle Vorlieben, alter Vater, gegen gewisse Hautfarben, ihr wisst, was ich meine, solche Sachen solltet ihr vermeiden, wenn ihr dann mitzocken wollt. Wenn ihr glaubt, euer Mundwerk ist zu lose, dann bitte nicht anmelden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und wie gesagt, neue Vorschläge an die Mailadresse
eure Teilnahme bitte an die Mailadresse. Und dann hoffe ich doch, dass wir da eine coole Party draus machen. Ihr hört es übrigens, ich bin noch ein bisschen, ein klitzekleines bisschen erkältet. Verrotzt, wie auch immer. Das bedeutet einfach nur, dass wahrscheinlich jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Tagen das noch nicht gemacht wird mit dem Zusammenzocken. Aber ich würde sagen, im Laufe der nächsten Woche, wahrscheinlich gegen Wochenende hin, einfach weil da auch jeder garantiert Zeit haben sollte. Ja. Wie gesagt, schreibt mir erstmal eine Bewerbung, sag ich jetzt einfach mal. Ihr schreibt einfach rein, ich würde gerne mitmachen. Ich melde mich bei euch und dann kann man jetzt gemeinsam noch den besten Termin ausarbeiten. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel gelabert. Ich muss mich eigentlich auch mal ein bisschen hier aufs Spiel konzentrieren. Ja, ich habe gerade mit meinem privaten Clan noch ein schönes Clan-Event gespielt. Wir haben Abschluss bestätigt gespielt. Und haben es irgendwie mit ganz, ganz, ganz viel Glück noch gepackt, auf Gold zu kommen. Sprich, unter die besten 10%. Ja, ja, danke. Kein Applaus, keine Fotos. Hehehe. Und, ja, war auf jeden Fall ganz cool. Ich habe am Anfang nur Scheiß gebaut, wurde die ganze Zeit über einen Haufen geballert. Und so ab der Hälfte ging es dann einigermaßen. Ich bin im Endeffekt auf Runde 300 Bestätigungen gekommen. Das ist in Ordnung. Ich versuche immer so einen Durchschnitt von 100 pro Stunde zu bekommen. Das hat genau gepasst, weil es ja 3 Stunden Spielzeit waren. Blendgranate geworfen. Und ja. Alter, was ist das denn jetzt gewesen? Ich habe nur wieder festgestellt, wenn alle cool spielen und so, normal spielen, gut drauf sind, dann macht das richtig Bock. Auch die Gegner und so sind dann echt gut drauf und so weiter und so fort. Das ist richtig fun. Aber es gibt dann eben auch die Kehrseite, wo du dann echt, ey, ich laufe hier rein, weißt du, da hockt einer in der Ecke, da hockt einer in der Ecke, da hinten noch am besten. Überall irgendwelche Minen und diese Sprengfallen da, diese Elektromesser. Und wehe, du knallst einen ab, dann bist du natürlich auch sofort Cheater und was weiß ich was und bla, ich melde dich und du Schimpfwort, Schimpfwort, Schimpfwort. Das geht mir jetzt eigentlich nicht nahe, wenn ich irgendwie was weiß ich was genannt werde, aber ich muss sagen, es ist irgendwie schon voll peinlich, eigentlich auch für die Community, dass es dann da so Vögel gibt. Aber das wird sich nie vermeiden lassen. Und man kann ja im schlimmsten Fall einfach die Leute stumm stellen. Nur gegen die Camper kann man halt echt nichts machen. Da musst du dann schön möglichst viele Granaten dabei haben, damit du denen noch ordentlich auf den Sack gehen kannst, damit die keine Chance mehr haben, in irgendwelchen Ecken rumzuhocken. Aber naja. Und ich habe festgestellt, dass meine absolute Hassmap in Black Ops 2, das weiß ich inzwischen ganz sicher, Drone ist, also dieses komische Dschungel-Satelliten-Basis-Ding da. Weil, oh nee, da wird so viel gecampt und hinter irgendwelchen Barrikaden gestanden, sodass du nur den Kopf siehst, wo du kaum was machen kannst. Oder, Sniper, die dann quasi hinten irgendwo liegen, wo du es echt nicht siehst und zack, bist du weg, sobald du mal den Kopf rausstreckst. Ist alles nicht so lustig, vielleicht stelle ich mich einfach zu blöd an. Aber naja. Gut, jetzt habe ich einiges gelabert. Habe jetzt überhaupt nichts so zum Spiel kommentiert und so weiter und so fort, aber ich glaube, es geht auch mal ohne. Ihr seht ja, was ich tue, da brauche ich nicht immer sagen, jetzt laufe ich um eine Ecke, jetzt schieße ich. Und meine Statistik 29,9. Naja, geht geiler. Aber scheißegal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, E-Mail-Adresse in den Kommentaren. Ach, Bullshit. In der Beschreibung. Also, haut rein, bis demnächst. Tschüss.